job interview conversation in germany now we will watch a job interview conversation between peter and mayer darf ich reinkommen sir bitte komm herein Guten Tag. Mein Name ist Peter. Ich habe einen Termin für ein Vorstellungsgespräch um 10 Uhr. Guten Tag, Herr Peter. Ich bin Herr Meier, der Leiter der Buchhaltungsabteilung. Schön, Sie kennenzulernen. Bitte nehmen Sie Platz. Vielen Dank, Herr Meier. Es ist schön, hier zu sein. Können Sie mir bitte etwas über sich erzählen und warum Sie sich für die Stelle beworben haben? Natürlich. Ich habe einen Abschluss in Betriebswirtschaft und zwei Jahre Erfahrung in der Buchhaltung. Ich bin sehr genau und zahlenaffin, was meiner Meinung nach gut zu den Anforderungen der Position passt. Außerdem interessiert mich die Arbeit in Ihrem Unternehmen, da es einen ausgezeichneten Ruf hat. Das klingt vielversprechend. Welche Erfahrungen haben Sie mit Buchhaltungssoftware? Ich habe umfassende Kenntnisse in der Anwendung von Buchhaltungssoftware wie SAP, Datev und Lexware. Ich bin in der Lage, verschiedene Buchhaltungsprozesse wie Kontenführung, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung sowie Budgetierung und Finanzberichterstattung durchzuführen. Das sind wichtige Fähigkeiten für die Stelle. Können Sie mir ein Beispiel für eine herausfordernde Aufgabe in der Buchhaltung nennen, die Sie bewältigt haben? Sicher, in meinem letzten Job musste ich mich mit einem komplexen Jahresabschluss befassen der viele unterschiedliche Buchungsvorgänge und Abstimmungen erforderte. Ich habe eng mit meinem Team zusammengearbeitet, um alle erforderlichen Daten zu sammeln und die Buchhaltung auf den aktuellen Stand zu bringen. Am Ende konnten wir den Jahresabschluss erfolgreich abschließen und dabei alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Das klingt nach einer beeindruckenden Leistung. Wie gehen Sie mit großen Mengen von Daten und Zahlen um? Ich organisiere meine Arbeit sorgfältig und nutze Excel und andere Tools, um Daten effizient zu verarbeiten und zu analysieren. Ich bin gewissenhaft und achte darauf, Fehler zu vermeiden, indem ich meine Arbeit regelmäßig überprüfe und Abgleiche durchführe. Sehr gut, warum möchten Sie genau in unserem Unternehmen arbeiten? Ihr Unternehmen genießt einen hervorragenden Ruf in der Branche. Und ich bin davon überzeugt, dass ich hier meine Fähigkeiten weiterentwickeln und einen wertvollen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten kann. Ich schätze die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und mich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Vielen Dank, Herr Peter. Ihre Qualifikationen passen gut zu unseren Anforderungen. Wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden. Vielen Dank, Herr Mayer. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. auf wiedersehen herr peter auf wiedersehen herr meier thanks for watching if you like this video likes and share this video for friends if you want to learn join and enjoy